Herzlich willkommen. Los geht's mit Maidons Meinung, die ich mir natürlich bei Alfred Maidon einhole. Hallo. Hallo. Erstmal wollen wir deine Meinung zu Apple hören, die gestern ordentlich unter die Räder kamen, weil ein Zulieferer, Lumentum, die Prognose gesenkt hat und auch angedeutet hat, dass die Order von einem großen Kunden eben zurückgeschraubt wurde. Geht's da überhaupt um Apple? Weiß man genaueres oder wie wertest du das? Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Allerdings hat tatsächlich Lumentum noch zwei andere Großkunden, nämlich Huawei und Siena, den Glasfaserbetreiber. Und wahrscheinlich ist es wohl Apple, aber es ist eben nicht ganz sicher. Aber das ist natürlich im Moment, die Situation ist etwas angespannt. Die Tech-Werte sind im Korrekturmodus. Da wird natürlich jede Nachricht erstmal so interpretiert, dass man das Schlimmste annimmt. Tatsächlich hat dieses Unternehmen, das die Gesichtserkennung macht oder die Technologie für die Gesichtserkennung, hat Apple als Großkunden. Und man hat wirklich sehr unangenehm gewarnt, Umsatz und Gewinn sollen deutlich zurückgehen. Und jetzt spekuliert man, dass sich das Günstige von den neuen iPhones eben nicht so gut verkauft. Dazu kam auch noch eine heruntergesetzte Prognose eines sehr bekannten Analysten, der gesagt hat, von diesem günstigen Gerät wird man statt 100 Millionen in den nächsten 12 Monaten nur 70 Millionen verkaufen, also doch 30% weniger. Das kann man zum Teil auffangen mit besseren Verkäufen bei den teureren Geräten, bei dem iPhone XS, aber das ist im Moment alles so ein bisschen wackelig. Aber man muss mal, wenn man in die Vergangenheit schaut und sich mal ansieht, wie das so war, es gab ja schon öfter Prognosesenkungen von Analysten, es gab auch schon öfter Schwierigkeiten bei Zulieferfirmen. Und meistens hat sich das gar nicht so bestätigt, so schlimm, wie es zu Anfang war. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Fakt ist, die Aktie hat jetzt ordentlich korrigiert. Sie hat vom Hoch weg jetzt fast 20% verloren. Und das Schöne ist allerdings, man sieht es hier, wir sind direkt auf der 200-Tage-Linie. Da waren wir schon zweimal und wir haben sie nie richtig unterschritten. Das gibt so ein bisschen Hoffnung. Und ich glaube sowieso, klar, die Aktie kann jetzt vielleicht nochmal 5 oder nochmal 10 Dollar fallen. Aber ich denke mal, bei 195 Dollar kann man auf lange Sicht nicht so viel falsch machen. Denn tatsächlich hat Apple natürlich auch noch andere Wachstumssektoren, bis auf, abgesehen vom iPhone. Der Servicebereich ist vor allem der Bereich, der in den nächsten Jahren stark wachsen wird. Und tatsächlich diese Prognosen bei den iPhones mit diesen sehr schwierigen oder nicht ganz klaren Informationen, das ist jetzt kein Argument zu sagen, ich trenne mich von der Aktie, sie wird noch weiter fallen. Im Gegenteil, ich sehe es eher als Kaufgelegenheit. Also hier eventuell Einstiegskurse bei Apple. Wir schauen auf Alibaba, wo am Sonntag Singles Day war. In China war es Singles Day, gibt es seit Anfang der 90er. Gab es online, sowas wie der Black Friday quasi in Amerika, online ganz, ganz viele Rabatte. Und man hat Rekordumsatz wieder vermeldet. Und ich glaube 27,2 Milliarden umgerechnet Euro hat man an dem Tag umgesetzt. Genau, das war wieder mehr als im Vorjahr. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht mehr geworden wäre. Aber das Problem war, es ist eben nicht so viel mehr geworden, wie die Analysten gedacht hatten. Die hatten gedacht, es werden mehr als die 27% Wachstum. Im letzten Jahr ist man noch mit 39% gewachsen. Aber es ist ja auch irgendwie klar, dass man, wenn man immer größer wird, dass das Wachstum prozentual auch zurückgeht. Damit muss man rechnen und damit haben offensichtlich dann auch einige gerechnet, andere nicht. Die Aktie ist erstmal gestern runter, jetzt aktuell steigt sie wieder. Das liegt daran, dass es ein paar positive Analystenstimmen gab. Unter anderem hat der Analyst die Aktie mit Kursziel 260 empfohlen. Das finde ich schon sehr sportlich. Das ist dann irgendwo hier oben über dem Bildschirm. Ich glaube auch, dass es keine schlechte Gelegenheit ist, sich jetzt mal ein paar Alibaba-Aktien zu kaufen, denn tatsächlich finde ich Alibaba sogar interessanter als Amazon, weil man gerade im Cloud-Bereich noch viel mehr Wachstum vor sich hat. Man kann weltweit wachsen. Amazon hat ja das Problem, dass man in China nicht zum Zuge kommt. Also das ist eine ganz gute Gelegenheit, jetzt auf diesem Kursniveau immerhin auch mal 60 Dollar unter dem Allzeithoch die Aktie sich mal zuzulegen. Also schon die zweite potenzielle Kaufchance heute. Vielleicht auch die letzte heute. Wir kommen zu deutschen Werten. Wir schauen auf SAP, die gestern die größte Übernahme der Geschichte vollzogen haben. Die Übernahme an sich kommt, glaube ich, gut an. Der Kaufpreis war so ein bisschen das, was Die Übernahme, das wichtigste Argument oder die wichtigste Kennzahl ist nun mal der Kaufpreis bei einer Übernahme. Tatsächlich hat man da wirklich nicht nur viel bezahlt, sondern das war nicht nur die teuerste, sondern auch die teuerste in doppelter Hinsicht, weil man nach den 20 fachen Umsatz bezahlt, nämlich 8 Milliarden Dollar für Qualtrics, heißen die, glaube ich. Wirklich eine Qual für die Anleger.
Das erinnert so ein bisschen an die neuen Markt- und Internetzeiten. Da hat man nämlich auch solche Summen gezahlt, nämlich 20-facher Umsatz, 30-facher Umsatz. Also 20-facher Gewinn ist schon nicht so schlecht, aber Umsatz ist dann doch sehr teuer. Und daher auch die Reaktion völlig nachvollziehbar, dass die Aktie dann gestern 5% gefallen ist. SAP hat sich ja vorher auch schon nicht so gut entwickelt, muss man sagen. Und da es nun mal ein DAX-Schwergewicht ist oder sogar das DAX-Schwergewicht, hat es natürlich Auswirkungen auf den ganzen Index gehabt oder hat sie immer noch. Ja, eigentlich mag ich SAP ganz gerne, aber damit hat man sich jetzt keinen Gefallen getan. Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal tatsächlich hier mal ein bisschen abwarten, wie sich das weiterhin entwickelt. Denn das kann schon noch ein bisschen Nachwirkung haben, denn 8 Milliarden ist schon eine Hausnummer. Das hat gestern, wie du schon sagtest, ordentlich auf den DAX gedrückt. Und auch Infineon hat jetzt nicht gerade zur positiven Stimmung, auch wenn es nicht so ein Schwergewicht ist, beim DAX beigetragen. Es gab Zahlen, kamen nicht gut an. Ganz am Anfang noch im Plus gestartet, aber da hat man sich offenbar die Zahlen genauer angeguckt und dann drehte die Aktie extrem ins Minus. Ja, wobei man muss da schon wirklich genau suchen, um was Schlechtes zu finden. Aber das hat man offensichtlich ganz gut hinbekommen gestern. Die Zahlen waren tatsächlich gut. Auch die Prognose für das nächste Jahr war gut. Klar, im nächsten Quartal, im ersten Quartal des Jahres ist Infineon immer ein bisschen schwach auf der Brust. Das ist nichts Außergewöhnliches. Man hat aber dann gefunden, wenn man tiefer in die Zahlen reingeht, dass das Autogeschäft, dass da die Margen nicht mehr so waren, wie sie hätten sein sollen. Und das Autogeschäft ist nun mal sehr wichtig für Infineon. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Aktie gestern 8% verloren hat. Also von plus 3 auf minus 18 dann schon eine Tagesschwankung von 10%. Und das finde ich dann doch ziemlich überzogen. Zumal es ist ja nicht so, dass Infineon jetzt im Vorfeld dieser Zahlen kräftig gestiegen wäre. Im Gegenteil, sie hat sogar sehr deutlich verloren. Und also für mich ist Infineon immer noch einer der aufsichtsreichsten DAX-Werte. Klar, dieses Jahr ist wirklich sehr enttäuschend, muss man ganz klar sagen, nach drei wirklich sehr guten Jahren. Aber auch hier sehe ich schon zum dritten Mal jetzt diesen Bereich so um 16, 17, 18 Dollar eher als Kaufniveau. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es noch viel weiter nach unten geht. Dann schauen wir auf den nächsten Konzern, der auch Zahlen vorgelegt hat, Nordex. Du wirst gleich die Zahlen einschätzen. Nordex selbst spricht von einer Belebung des Geschäfts. Ja, ich finde es immer ganz interessant, wie Firmen schlechte Zahlen verpacken und hoffen, dass es keiner merkt. Aber bei Nordex war das ziemlich offensichtlich, dass die Zahlen nicht gut waren. Alle Kennziffern sind eigentlich schlechter gewesen. Also der Umsatz ist über 20% zurückgegangen. Der Gewinn ist komplett verloren gegangen. Man hat unterm Strich über 50 Millionen Euro sogar verloren, Minus gemacht. Und es sieht so aus, weil man die Prognose, man hat gesagt, man will das untere Ende gerade so erreichen bei Umsatz und beim EBITDA. Das heißt, man wird auch weiterhin tiefrote Zahlen schreiben. Und das ist natürlich genau das, was man nicht hören wollte. Dass es jetzt nicht so gut läuft, ist ja in Ordnung, aber man hätte vielleicht sich gewünscht, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die Aussichten ein bisschen besser sind. Also wenn man hier ans untere Ende geht, dann ist das problematisch. Das Problem ist bei Nordex, und das zeigt auch im Vergleich zu Vestas. Vestas hat vor einigen Tagen zwar auch nicht so gute Zahlen gemeldet, aber Vestas macht noch satte Gewinne. Nordex ist einfach sehr klein im Vergleich und leidet dann besonders stark unter diesem Margendruck, der in der Branche nach wie vor herrscht. Und da ist keine Besserung in Sicht und daher auch bei Nordex ebenfalls keine Besserung. Also da haben wir keine Einstiegskurse im Moment. Wir schauen noch auf die Elektromobilitätsbranche. Es gab auch, wer es nicht mitbekommen hat, war der erste Aktionärstag in Kulmbach. Großes Thema auch Elektromobilität. Deine Meinung war jetzt nicht schwer zu erraten. Du warst natürlich pro Tesla und BYD. Ja, genau. Das bin ich jetzt auch immer noch. Also es hat sich seit Sonntag nicht viel verändert. Tatsächlich ist auch Tesla gestern deutlich unter Druck gekommen. Die ganze Technologiebranche hat gestern mehr oder weniger deutlich verloren, eher mehr deutlich verloren. Der Nasdaq ist 3% gefallen. Tesla dann mit dem Nasdaq auch 3%, wobei ja Tesla nun wirklich mit Technologie, also mit Apple etc. nun wenig zu tun hat. Aber das ist ja auch nicht weiter dramatisch nach diesem doch sehr steilen Anstieg, dass man mal so ein bisschen konsolidiert, dass man ein bisschen verarbeitet. Mehr ist das Ganze nicht. Es ist jetzt bei Tesla so ein bisschen schwierig. Man hat diese wirklich guten Zahlen vorgelegt, die einige kritisieren, andere feiern sie. Und jetzt fällt man so ein bisschen, ich will nicht sagen in ein luftleeres Loch, aber jetzt steht erstmal nichts Neues an. Das nächste, was dann wieder kommt, sind die Absatzzahlen. Erstens aber erst Anfang Januar. Aber bei Tesla gibt es immer wieder positive Überraschungen und es gibt noch einen Faktor, der für die Aktie spricht. Es gibt nämlich noch immer die Leerverkäufer. 25% aller Aktien von Tesla sind noch immer leerverkauft und ich bin mal gespannt, wie lange die das mitmachen. Ich glaube, wenn es noch mal hier über das Hoch hinaussteigt, dann könnte es nochmal so einen richtigen Short Squeeze geben und dann können wir sogar in diesem Jahr noch neue Allzeithoch sehen, denn die sind nicht mehr weit entfernt. Das war so knapp 390. Das sind noch knappe 20%.
Du wirst das natürlich weiter beobachten. Unterdessen schauen wir noch auf BYD abschließend. Da sehen wir jetzt auch gleich die 200-Tage-Linie. Man ist ganz genau dran. Könnte der Ausbruch jetzt gelingen? Ja, könnte. Ich glaube, er wäre sogar schon da, hätten wir nicht wirklich, das ist sehr unglücklich gelaufen. Jedes Mal, wenn BYD gute Zahlen vorlegt, seien es Absatzzahlen, seien es Quartalszahlen, genau an dem Tag ist der Markt extrem schwach, sodass die Aktie dann doch nicht zum Zuge kommt. Aber diese jüngste Marktschwäche, man sieht es ja, hat die Aktie sehr gut überstanden und hat sich, also dieser Aufwärtstrend ist jetzt tatsächlich, können ja mal sogar eine Linie, ja, sieht man schon, dass es ein Aufwärtstrend geworden ist mittlerweile. Tatsächlich alles gut bei BYD und ich glaube, wenn wir mal ein, zwei freundliche Tage wieder haben, dann sehen wir ruckzuck Kurse. Also erstmal wird das alte Hoch rausgenommen und dann sind wir auch ruckzuck bei 7 oder 8 Euro. Also es kann jetzt relativ schnell gehen. Es fehlt nur noch so ein bisschen dieser eine Tropfen, der an einem sonnigen Tag das Fass zum Überlaufen bringt und dann läuft es auch. Also aber nach oben. Dann läuft's auch. Gut, das war's schon wieder für heute. Dankeschön für deine Einschätzungen. Ja, gerne. Ja, danke auch Ihnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.